Rex. Okay. So eine blöde Kamera hat man schon mal. Okay, ich kann ja nicht in die Ego-Perspektive wechseln. Ah cool, wie Lenes Ohren wackeln. Wie geht das? Hä? Wie geht das? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber drüber kommen wir nicht, oder? Ja, machst du. Okay. Ich glaube nicht, dass das richtig war. Ich gehe einfach mal weiter. Ich habe keine Ahnung. Also da war auf jeden Fall ein Glitch. Irgendwo hier ist doch Lupo wieder so unsichtbarer. Was sagst du denn? Liebes Schild. Wenn du dich verlaufen hast, ruf einfach nach mir. Dori X. Das klingt irgendwie sehr, als wäre es aus Zelda geklaut. Hatte ich gesagt, und das wäre das so ein Eingangsportal. Okay. Moment, ich mach mal ganz kurz mir beim Büro das blöde Rezept hier aus. Und nervt schon ein bisschen. Welche Geräusch gebe ich? Und senkel jedes Mal. Okay, wir gehen einfach mal nach rechts. Ne? Scheint ja ein Labyrinth zu sein. Okay. Wir gehen doch mal nach rechts. Bin mir nicht sicher, ob jeder Raum so aussieht, deswegen mache ich das einfach mal. Das scheint auch falsch zu sein. Beziehungsweise ein bisschen gerade gegangen. Jetzt gehen wir nach rechts. Aber okay, hier ist eine Feder und zwei so eine Dinge. Wir gehen noch mal nach rechts. Gib mir mal ein Schmetterling, danke. So, wir gehen nochmal nach rechts. Das ist eine gute Idee. Und das war falsch. Also zweimal rechts auf jeden Fall. Eins. Und drei. Na, dann probieren wir gerade aus. So, genau. Drei. Und geradeaus. Rechts, rechts, gerade ist richtig. Hey, ich komm das nicht hier. Wir gehen nochmal gerade. Das ist 100% falsch. Ja, das. Nee. Gehst du schon die ganze Zeit? Achso, ja klar, da waren nur die Augen. Ja, ja. Also zweimal rechts, einmal gerade. Rechts. Echt? Gerade? Wird schon zweimal rechts, ja. Na, und jetzt mal gerade falsch, das heißt, wir gehen nach rechts. Und das ist auch falsch, ja. Irgendwann muss ja nichts mehr drankommen, okay. Rechts.
Nochmal rechts. Werft auch ein kleines bisschen wahr. So, gerade. Und nach links. Nee, vergiss es. So. Machen wir. Probieren es mit rechts. Ich weiß nicht, aber. Ja, das war ja so klar. Ah, komm, nö, mach was du willst. Ich geh mal anders lang. Oh. Das ist ja ein Blödsinn hier. So, rechts, rechts. Gerade links. Hallo. Ja. So, jetzt links. Wenn ich jedes Mal hier so diesen Ladescreen hätte, ne? Würde das fast sogar schnell gehen. So, jetzt haben wir rechts probiert. Wir probieren jetzt wieder gerade. Ja, sieht gut aus. Weit. Ich hab jemanden gehört. Schmetterling für mich, hast du Schmetterling? Oh, ab. Hast du ein Schmetterling? Danke. Okay, wir brauchen Feuer. Redest du mit mir? Hilfe, mein Käfigschloss ist zugefroren. Könnt ihr ein wenig Licht auf die Sache werfen? War doch ein Hinweis. Okay. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Hier gibt es 100% einen Hinweis. Gefallen Ihnen die Teppiche? Kompetentes Flachlegen durch Peter Wissenböck Teppich GmbH. Ja, genau. Genau. So was in der Art habe ich mir gedacht hier. Oh, nicht so weit. Reicht nicht. Jetzt? Hä? Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich krieg das ja nicht um die Ecke. Ich habe eine echt blöde Vermutung, aber ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Und zwar, wir hatten ja den einen Raum am Anfang mit dem, wo wir auch so einen Block bewegen konnten. Und ich habe die blöde Vermutung, dass der Lichtstrahl da jetzt ankommt. Ich muss mal ganz kurz. Bevor wir jetzt zurückgehen, hier ist mein Block. Das war. Rechts. Ich hab schon wieder vergessen. Also gerade. Rechts, gerade. Dann. Links. Wieder rechts, glaube ich. Scheiße. Ich hoffe, das ist richtig. Nein! Wenn ich jetzt zurückgehe, dann muss ich alle nochmal machen. Okay, wir lassen das jetzt mal so und gehen mal zurück. Boah, ich hoffe, das ist richtig. Ich hab keinen Bock, den Blödsinn umsonst nochmal zu machen. Okay, das letzte war auf jeden Fall gerade. Ja, kommt genau aus der Sonne. Ja, was habt ihr jetzt davon? Danke. Ja, das letzte war gerade. Wir sind. Ja, sehr schön.
Okay, ich hoffe, das ist richtig. Ich habe mir jetzt das gerade nochmal aufgeschrieben. Okay, wir gehen jetzt zum falschen Weg und dann müssten wir ja wieder am Anfang sein. Tschüssi. Boah, ich hoffe, das ist richtig. Ich weiß immer noch nicht, wie ich aus der Kamera, wie ich an der Kamera vorbeikomme. Ich weiß nicht, ob die mich jetzt zurücklässt. Nö. Ich weiß auch nicht, wie ich hier durchgekommen bin, ehrlich gesagt. Scheiße. Das ist auf jeden Fall so nicht richtig. Ich mache mal eine ganz witzige Aufnahmepause. Aber erstmal muss ich mir mein Null hier. Wenn ich das kurz aufschreibe, dass ich das nicht vergesse rauszuschneiden. Moment, hier ist noch Kalender. Jetzt ist mein Stift wieder weg. Hier ist mein Stift. Da haben wir der A4 bei. Wo ist die Aufnahme? Rekord bei. Oh. Bei 29 Minuten. Die erste Pause. Da bin ich auch schon wieder. Ich habe jetzt aber dummerweise nicht rausgefunden, wie man hier vorbeikommt. Und. Ich glaube nicht, dass wir uns nochmal durchglitschen können. Ich vermute einfach, dass es hier eine Fähigkeit gibt, die wir noch nicht haben. Das heißt, wir werden einfach mal zum Knotenpunkt zurücksetzen. Dass du zum Hubwelt zurückgegangen bist, dein Fortschritt wird gespeichert. Ah, wird gespeichert, okay. Das ist jetzt ein bisschen doof. Müssen wir jetzt nochmal den Weg zum Schlüssel nehmen? Aber das ist schon das zweite Mal, dass wir auf so Kameras treffen, wo wir nicht vorbeikommen. Sehr, sehr, sehr merkwürdig. Ah ja, gut, wir sind wieder hier. Na gut. Dann gehen wir doch nochmal rein. Wir haben ja auch noch einen Schlüssel, in dem wir noch gar nicht waren. Ich würde erstmal wieder hochgehen. Ja, auf jeden Fall nochmal hochgehen und uns mal die restlichen Räume angucken, denn ich vermute mal ganz stark, dass da noch mehr Pechi. Wir haben ja vor uns auch schon eine Pechi im Eis gefunden und die haben wir ja auch nicht rausgekriegt. Das Eis können wir auf jeden Fall mit Feuer schmelzen, aber da war auch keine Feuerblume. Na gut. Okay, dann machen wir uns im Windeseile wieder auf dem Weg nach oben. Das geht da recht zucki zucki hier. Hey, hallo. Grüß dich. Jupp. So, und ab nach drüben. Brauchen wir eigentlich Energie beim Fliegen? Nee. So, also mal schon wieder. Boah, was ist denn Lärm hier draußen? Ist ja übel. Meins? Nein, meins. So, und dann nach oben. Uah, nehmen wir noch einen. So, müssen wir mal nachlecken. Achso, und dann von hier oben geht es am besten. Upp, ja, da war es schon vorbei. Ja. Mal gucken, ob wir das einfach schaffen, ohne die hier abzuschießen. Das dauert immer so lange. Ah, guck mal, die stören doch gar nicht. So, nochmal nachlecken. Nein. War jetzt ein bisschen sehr mutig. So, aber jetzt. Zack, und nach oben. Hopp. Jupp. So. Wenn wir hier dann auch nicht mehr finden, würde ich sagen, machen wir uns auch auf den Weg in Welt 3. So, jetzt weiß ich nur nicht, welche Richtung wir vorhin genommen hatten. Wir gehen mal nach rechts.
Geht's da oben? Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht. Was passiert, wenn ich hier reingehe? Okay, ich habe auf jeden Fall nicht viel Zeit. Ich versuch's mal mit Rollern. Hallo, 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 hallo. Dankeschön. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, waren wir hier schon? Ja, waren wir schon. Hier waren die Peachy hier hinten, hinter diesen blöden, sich bewegenden Wänden. So, dann gucken wir nochmal hier. Da müssen wir ja hier irgendwo Rexto haben. Da haben wir die Münze schon gefunden. Hier ist Rexto. Yeah, da können wir uns ein Minigame erstmal machen. Ja, okay, dann halt nicht. Geht halt nicht da oben. Hi, Rexto. Wir haben deine blöde Münze, Polygonbursche. Oh, gut. Geh zu Spielautomaten und drücke A. Wenn du Spiel schaffst, gibt Rexto Spezialgewinn. Ja. Wo ist dein Spielautomat, mein Freund? Hier oben. Jep, dankeschön. Na, dann bin ich hoch. Ja, dankeschön. Wollen Freunde spaßiges Automatenspiel spielen? Jupp. Was, Glaziators? Wenn Spieler Federn und Fermi-Kämpfe mögen, ist das perfekte Arena-Prügler. Mal kurz kratzen hier. So. Regeln. 2 Minuten. Schnapp dir Federn, schnapp dir Power-Ups, schlag auf Dinge ein. Springdrehangriff, Sprungangriff. So. Klingt ja jetzt eigentlich ganz vernünftig, oder? Hallo, hallo, alles meins. Ganz viele Federn. Muss ich alle einsammeln, bevor es neue gibt? Da hinten ist noch eine. Dankeschön. Meins. Hallo. Ja, Mensch. Man rutscht hier so blöde. Immer die Silber. Ah, verdammt. Unverwundbarkeit, ja, yeah, geh weg! Ab, weg mit euch! Zack, 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 alles meine hier! Nein, meins habe ich gesagt! Ja, eine große! Okay, wir haben noch Leben. Jetzt dachte ich gerade, ich wäre schon vorbei! So, mal die weggehauen hier, weggehauen! Ja, ganz viele in der Mitte! Meine! Komm, hau ab! Was ist das? Gut, ja, das macht es nie besser auf dem blöden Eis. Yeah, mein zweites Mal, hau ab. Komm, noch mehr. Dankeschön, die nehme ich noch mit, ja. Danke. Dann geben wir noch ein paar, was haben wir? 1590 Punkte. Und hier sind noch welche. Zack, zack, zack. Kollegen. Au. Ah, verdammt, Haufen. Geh mal weg, Haufen Federn verloren, shit. Meins. Hier sind noch welche, die ich einsammeln kann. Nur 10 Sekunden. Komm, hau ab jetzt, hau ab. Ah, guck mal hier, Unverwundbarkeit, meine Freunde. Ja, da kommt der Blöde, hä? Hier gibt's noch mehr Federn. Kommt noch mehr, eine goldene. Gib mir eine goldene. So, jetzt muck doch mal. Kann ich Punkte gar nicht mehr beachten. Ich glaube, über 2000 auf jeden Fall. Super, Spiel ist gewonnen. Hatten Freunde Spaß? War schon okay. Wir müssen aber keine Bewertung mit 5 Sternen verfassen, oder? Oh nein, Rexo hat wichtige Tester schon vor langer Zeit bestochen. Ja, das ist gut, dass er das gemacht hat. Versucht Spiele gerne nochmal, wenn Freunde Highscore schlagen, gibt Rexo noch einen Preis. Möchten Freunde wieder spielen? Boah, ja, komm. Ja, ein bisschen Highscore. Komm, zeig mal her, Rexo. Was hast du denn geschafft? Hä? Alter Lappen. Wo steht denn der Highscore? Will ich den Highscore irgendwie anzeigen lassen? Ach, jetzt. Boah, lol.
Krass. Warte mal, 1400 Punkte. Das ist doch easy. Machen wir mal 1400 Punkte, komm. Ganz easy. So, 2 Minuten. Yeah. Nimbo. Mach da. Mein, ist ja eine Gold, ne? Da, verdammt. Da drüben bin ich. Was? Nein, ich kann nicht fliegen. Verdammt. Shit, ich bin einfach wieder runtergefallen. Nicht runterfallen. Okay, nicht mal runterfallen. Shit. Okay, die 1400 Punkte sind nicht das Problem. Wir dürfen nicht runterfallen. Aber da ist Unverwundbarkeit. Yeah, Nimbo. Ganz viele Federn. Yeah, Nimbo. Ah, Nimbo. Das spuckt er uns mit seinem. Wir haben schon 800 Punkte. Mal ein bisschen vorsichtiger hier. Hey, Kollege. Hey, Kollege. Hey, Kollege. Hey, Kollege. Hey, Kollege. Hey, Kollege. Was? Ah, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Hey, Kollege. Nein! Nein! Wir haben nur 1100 Punkte. Verdammt, nein, wir wollen den Scheiß nochmal machen. Oh. Shit. Shit. Bin ich jetzt rausgegangen? Oh, so ein Pech. Freunde, Rexros Highschool nicht geschlagen. Also, keine Belohnung. Rexro, halt die Klappe. Möchten Freunde wieder spielen? Ja, Rexro, Freunde möchten nochmal spielen. Ah, verdammt, ey. Shit. Das war echt doof. Wir haben gar keinen Stress für 1400 Punkte. Wir haben für uns ganz easy 2K gemacht. Mal die Gold näher. Danke, 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 danke. Du haust mal ab, bitte. So, komm, geh mal aus dem Weg. Danke, 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 danke. Danke. Danke, danke. Geh weg. Geh weg. Nur ein Haufen Federn damit. Haufen Federn damit. What? Ist noch eine Gold. Ne? Guck mal, da sind wir schon bei 500 Federn hier. Komm mal ab. Komm mal ab. Und da ist noch eine silberne. Und Unverwundbarkeit. Yeah. Geh weg. Oh, da kommen ein paar Gold. Ne? Wow, wir sind gar nicht mehr unverwundbar. Fuck. Nicht runterfallen. Aber das will ich haben. Zack, 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 zack. Zack, meins. Sind noch. Ach, jetzt waren sie weg. Egal, hier ist noch eine. Das ist eine silberne. Komm, hau ab. So, silberne Federn. Komm, hau ab. Ah, eine Minute Zeit. Wir sind bei über 1000 Punkten. Wir dürfen nur nicht runterfallen. Runterfallen ist doof. Speed ab. Eigentlich die Dampfattacke was? Komm, hau ab, Mann. Wir haben einen Rekord. Wir können aber fliegen. Wir können aber nicht fliegen. Das passiert beim Stampfen. Da können wir weiter springen. Da ist immer noch ein paar Federn da. 2000 schaffen wir zwar diesmal nicht, aber... Ach nein, komm. Gib mir die Federn wieder. Na, knappe 2000. Boah, ich juckt es heute am Rücken. Das ist ja überall in der Fresse. So. Ja, guck mal, Rexor, da guckst du mit deinen lächerlichen 1400 Punkten, du Eimer. Oh, Kacklappen. Rexor ist ein Kacklappen, ja. Das ist ein Penny, ja. Wow, Rexor kann nicht fassen, dass ihr Highscore geschlagen habt. Und sogar ohne Cheatcode. Ja, easy, ne? Easy. Ohne Cheat, was? Bitte, Freunde, nehmt Belohnung. Ja, möchten Freunde wieder spielen? Nee, Rexo, also. Lass mal.
Also A drücken, jetzt B. Gut. Ich wollte springen. Nein. Ich wollte springen, ja. Entschuldigung. So, gab es hier hinten irgendwas, wo wir aufgehört hatten? Da gab es auf jeden Fall schon mal zwei Schmetterlinge. Da oben geht es irgendwo lang. Aber das ist ein anderer Weg. Okay, da kommen wir wieder raus. Wir haben ja die richtige Münze schon, oder beziehungsweise die eine Münze, die es hier gibt. Mal wieder zurück. Da habe ich eben vor uns gesehen, dass es da irgendwo hoch ging. Da würde ich sagen, gehen wir da mal hoch, oder? Und dann will ich eigentlich endlich wissen, wie der Blödsinn mit der... Ach, komm schon. Der Blödsinn mit den Kameras funktioniert. Ich befürchte, dass wir das erst in einem anderen Level rausfinden. So ganz ein bisschen. Na, guck mal, hier sind wir doch schon drüber. Ja, easy. So. Gibt doch noch ein Pagey. Komm, gib mir noch ein Pagey. Was ist das? Okay, da hinten ist ein Gegner, da ist ein Gegner. Ich gucke mich erstmal um, bevor ich den Knopf drücke. Da ist ein Schild. Ich glaube, nach unten will ich nicht. Architektur von Eric Wegwall und Partner. Mauern, die sie nie bedauern. Ich habe das Gefühl, die Mauern werde ich ganz schön bedauern. Ist hier was drin? Schmetterling. Mehr. Okay, es geht hier da oben. Also kann ich hier mal umhauen. Der schiebt mich wieder her zurück. Okay. Und Schnee bremst mich aus. Aber ich kann doch eigentlich. Eigentlich kann ich doch hier einfach wieder hoch. Ja. Ist hier irgendwas? Nee. Was? War hier noch einer? Gott, haben wir noch einen gehört. Okay. Drücken wir den Knopf. Ja, drücken wir den Knopf. Kurz kratzen. Was ist denn heute los hier, ey? Vielleicht mal waschen. So, los. Achso, ist ein Weg. Okay, macht Sinn. Kurz Energie tanken, mal so laufen, zack, so, zack. Dankeschön. Mensch, jetzt tankt doch mal Energie. Achso, kann ich mit der Ding einsammeln, ich bin ja doof. Ich bin doch doof, wenn ich die so einsammle, dann krieg ich doch Energie. Ich muss bestimmt Minimum 3 Runden. Nehmen wir an, 2 werden nicht reichen. Oh doch, 2 haben gereicht, okay. Oh, dann war mehr als genug Zeit für dieses Rätsel hier. Und ich komme mit dem Raum so lange an, weil ich denke, ich muss Scheiße hin und her schieben. Aber ich sehe gerade was. Was ist das? Sieht doch aus, als würde es kaputt gehen. Da ist eine Blume dahinter. Da ist eine Wand. Okay. Das ist doch kein Zufall. Da war drin. Da ist ein Weg. Da ist ein Weg. Aber, bevor wir das hier machen, gucken wir mal, ob da noch mehr Wände sind. Wenn ich noch einen Raum gehe, habe ich dann noch die Blume hier. Okay, das könnte mir bei dem komischen Eiswürfel helfen. Gibt es hier noch so eine Wand? Ne, hier dürfte es gar keine Wand mehr geben. Ja. Okay, dann war das die einzige. Mit das mal. Danke. Sind wir voll? Sind wir voll. Ich nehm dich mal mit. Komm mal mit. Das kann ich gewohnt mit dem Ding eigentlich selber treffen. Kann ich auch probieren. So, hier geht's nach unten. Ich meine, der geht einfach wieder hoch. Okay. Ach, kommt die Feuermüll, hä?